Schüsseln. Ist da gerade jemand in meinen Keller gegangen? Gibt die Schüssel hier? Aua! What the fuck? Fang ich auf einmal an zu brennen? Oh. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Lüfter. Zusammen mit Nefias. Hallo. Und Kundran. Guten Tag. Und Kundrans Papa. Nein, der ist nicht mehr da. Achso. Oh. Wo ist mein Feuerzeug? Dann Feuerzeug bei dir ins Zimmer geschmissen und ist dann gegangen. Genau. Nein, das funktioniert. Warum? Sehr sympathisch. Warum funktioniert das so nicht? Wie geil ist das denn? Den habe ich noch 6. Wo läuft? Nice! Mach ich da wieder Monster vor der Tür? Nee, egal. Die Türen sind ja zu. Kann ich damit nix? Die sehen einfach nur cool aus. Okay. Ach, shit. Shit, was los? Ja, ich hätte vielleicht am Anfang lesen sollen des Buchs. Ich war irgendwie auf der zweiten Seite, glaube ich. Ach, ich lese Bücher auch immer erst zu hinten. Von hinten. Wohin? Die Distillerie muss in der Nähe eines Altars aufgebaut werden. Alter, ist gerade Nacht? Nein. Bei meinem Haus ist mega Party. Okay, ich brauche ein Altar. Komisch, hatte Kundran ja auch, als er reingeflüchtet ist bei dir. Was? Vielleicht bist du den Göttern auch nur. Fuck, ich hab einen Banner abgebaut, das wollte ich nicht. So. Au. Das ist ein Infinity Egg. Ein unendliches Ei. Ja, aber. Oh, du erinnerst mich gerade an was, Kundran. Hab ich gern gemacht. Ich glaube, der hat mich gerade angegriffen. Ja, cool, Mann. Oh, krass. Komm mal schnell her. Boom, ich hör nur Boom. Nee, ich komm da nicht hin. Was geht ab? Was hast du da? Komm schnell her. Wo hast du da? Hinten zu meinem Garten. Ein Boss oder was? Ach da, den. Ach ja, der ist ja harmlos. Alter, was geht mit dem denn? Die sind auf den Eisbergen. Ha, ich hab's, glaube ich, eingesammelt. Der war durch krass. Den Zaun. Ich hörte nur die Explosion bei mir. Alter, Elfie, was ist bei dir denn da? Gorilla-Party? Das ist schon wieder die Sasquatch am Start? Oben auf deinem Dach. Ja, ja. Oh, boah, jetzt kommen die, ey. Jetzt kommen sie alle runter. Die Hells Angels. Oh Gott, ich brauche dringend neue Rüstung. Warum trinken wir Hobbys? Holz? Holz? Hobbys! Ach so. Ach, Hobbys! Oh, guck mal, ich kann mich in mein richtiges Bett legen, nicht in meinen Schlafsack. Ich hab noch ein Ersatzbett, nee. Kann ich auf Schnee schlafen? Schlafen? Wie kacke ist das denn? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Nepi. Da ist eine Kuh. Was wollte ich eigentlich machen? Boah, Creeper und Spinnen! So, Altar, ich sehe mal normale Minecraft-Monster! Was? Das glaube ich nicht. Oh mein Gott, es gibt hier doch noch normale Minecraft-Monster. Die machen doch nichts. Harmlos ist ja nichts. So, was haben wir? Butania-Altar irgendwas? Hardcore-Ender? Hardcore-Ender? Hi! Ein Leder, ja, da hätte ich... Wir hätten den Spawner hier stehen lassen. Okay, Stonebricks. Nice. Okay. Ja. Bis sich alle melden. Keiner, weil hier noch keiner war. Sehr gut. Mein Loot! So. Was wollte ich jetzt? Was haben wir denn hier? Horn und... Nametags. Mana in a Bottle, das ist sehr gut. Mana Steel, sehr gut. Eine CD? Okay. So, Musik hören. Biststone. Oh, das ist ja geil. Das haben wir. Dings. Ja, geil. Brauche ich trotzdem Kühe. Da ist eine. Oh nein. Hast du noch. Hat noch jemand Sand? Hab ich noch Sand? Ich hab, glaube ich, auch noch Sand. Ich hab sogar Glas, wenn du brauchst. Ja, ja. Ach, ich hab selbst noch Glas. Ich seh's gerade.
Drei. Wie viele brauchte ich? Ist wieder einer dieser berühmt-berüchtigten Feuervögel. Bestimmt. Die berühmt-berüchtigten. Die sind voll toll, die Feuervögel. Überhaupt kein Feuer machen. Ah, reicht sogar. Ach, geil. Nix. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Habe ich noch gebrannten Stein? Bis ich die Towncraft-Rüstung habe oder irgendeine andere coole Rüstung von Botania oder so. Was ich die an, die ist ganz cool. Oh, hier liegt eine Leiche auf dem Berg. Auf der Zyklop hinter dir her. Ja. Was sind das denn hier? Ein Raspberry Weed? Komm ich jetzt auf großes Dach mit der Rüstung? Warte mal. Wirklich weit kann ich kann die Axt an der hier nicht schleudern. Das ist ja. Nee, die Beuden nicht. Das ich komm höher, glaube ich. Oh ja. Du kommst so hoch, dass du Schaden nimmst. Grüßt euch, Leuten, Nefi hier. Grüßt euch, Leuten. Da kann ich höher springen? Nee. Du hast fast alle meine großen Kühe getötet. Ja, es war für die Wissenschaft. Wie viel kam da nochmal raus? Ed Tinkers. Grüße. Da ist er. Hä? Ja, toll. Kann nicht Dinkers beim Brille bringt ja null. Craften die irgendwie umstellen? Wie umstellen? Ich brauch. Oder was sind denn Empty Slabs? Empty Slabs? Also ich brauche Stone. Ja. Stone Bricks. Ja. Ja, kannst du nicht in deinem Inventar machen, musst du in der Crafting Table machen. Ja, genau, stimmt. Das war bei Goro ja auch so. Was heißt nicht in meinem Inventar? Ja, du craftest doch so, in deinem Inventar ja gerade. Also ja, das nein, geht ich war sogar am Crafting Table. Aber wenn ich 4 Steine im Quadrat lege. Kriegst du ein Holzding. Kommt also ein Steinding Empty Slab so raus. Genau, und das ging bei Goro auch nicht. Er müsste an die Workbench gehen. Ich bin an der Workbench. Nee, am Crafting Table bin ich. Das kann doch nicht sein. Kann nicht sein! Hast du mir das zugeworfen? Ja. Ich die diese Steine raus. Die willst du ja, ne? Die Stonebricks. Ja. Warte, wie viel brauche ich? Ich brauche gar nicht. Ich brauche nur 4 Stück. Okay, dann reicht einmal machen. Habe ich alle gemacht. Ist ja, macht nichts. Wie niedlich aussieht mit seinen Flügeln. Ich habe jetzt die komplette Tinkers Construct Rüstung an. Warum hat die Flügel? Das ist Traveler's Wings. Die kann ich hochspringen. Bring mal. Die ist gar nicht mal so teuer. Die kostet eine Enderperle, 2 Gold und 4 Bronze. Und Enderperlen habe ich einige. Na dann. Weil die kriege ich auch mittlerweile vom Farmen. Wenn du Foraging levelst, kriegst du irgendwann Dias und Enderperlen aus den Steinen. Dias und Enderperlen? Ja, dann kriegst du mein Dia, meine Enderperle. Das ist voll geil. Warum kriegst du ein Enderperlen? Keine Ahnung, aber es ist geil. Ich hab's gefeiert. Achso, und mir wurde gesagt, aus diesem komischen Metall hier kann ich mir Geschosse machen. Machen wir mal und dann schießen wir Goro ab gleich. Nice. Weg. Bauen wir jetzt Fenster in mein Haus. Gut. So. Oh? Jetzt habe ich schon dann mal das Altar-Ding, aber ich meine, da war noch mehr, was man da beachten musste. Habe ich irgendwie ein Buch dazu? Frage ist, schieß mich. Au! Ja, dass du direkt bremst, war nicht der Plan. Boah, wenn du schon brennst und ich nochmal schieße, kriegst du Double Damage. Ja. Also ich frage mich, ob ich Fenster machen soll oder Blöcke, aber. Weil ich kann mal testen, ob man Fenster kaputt schießen kann, dann weißt du auch, dass man sie. Nee, kann man nicht. Mach ich jetzt Glasscheiben oder mach ich Blöcke? Mach Blöcke, Glasscheiben sehen immer so kacke aus, oder? Du kannst sie auch schüsseln, ne? Schüsseln? Ist da gerade jemand in meinen Keller gegangen? Gibt die Schüssel hier?
Aua! What the fuck? Fange ich auf einmal an zu brennen? Oh. Hast du jetzt irgendwas angezündet bei mir? Nur dich. Nein, Alter. Das geht nicht mit der Waffe, oder? Okay. Nee, geht nicht. Ich dachte, ich höre schon die Treppe und denke mir so, okay, geht irgendwann in den Keller. Komm ich Schaden und fahre an zu brennen. Oh Mann, ey. Ja, warum machst du die Scheibe kaputt? Ich hasse dich nicht. Nein, tust du nicht. Weißt du, ich hasse dich einfach. Nein, tust du nicht. Vor allem, ich schieße das so dreimal gegen die Scheibe und er macht die Scheibe trotzdem kaputt so. Habe ich ja nie mitgekriegt, dass du da dreimal gegen die Scheibe. Echt nicht? Nee. Ich war ja gerade am Schüsseln. Ach so, was hast du denn jetzt für Schüssel genommen? Borderless Glas. Ganz edel. Ah, ist okay. Oh, ist okay. Es geht besser. So geil, dass ich nur rechts klicken muss auf meine Lunchbox-Kiste. So. Ich müsste echt mal in die Hölle. Hölle. Ich hab Angst vor der Hölle. Ich hab da mal reingeschnuppert. Nee. Riecht nicht gut. Nee, riecht nicht gut. Hölle. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Wow. Eiskalt. Ihr seid genauso gut wie so ein Oktoberfest-Bierzelt. Nur weniger Promille. Nur weniger Promille, ja. Oktoberfest. Auch so ein Fest, wo ich nie hingehen würde, glaube ich. Nicht? Also nie ernsthaft. Einmal, um es gesehen zu haben und dann nie wieder wahrscheinlich. Warst du schon mal da, Kunan? In der Hölle? Auf dem Oktoberfest? Nee, war ich noch nicht. War auch noch nicht da. Na dann. Aber ich hab mir Bock drauf. Lass mal eine Troubletown-Reise dahin machen. Troubletown-Klassenausflug. Troubletown-Klassenausflug. Nicht? Doch, die Gamescom war ja allgemein wie so ein Klassenausflug. War aber lustig. Ja. Ja, für dich vielleicht nicht ganz so hart wie für uns anderen. Aber ja, ihr wart ja echt jeden Abend unterwegs. Wart ja noch jeden Tag im selben Hotel. Ich hab ja einen ruhigen gemacht. Unsere Unterkunft war, naja. Gemütlich. Naja. Ihr wart doch da bei der alten Dame zu Hause, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. War anstrengend, ne? Ja, schon. Du bist dann die alte Dame, wenn sie das sieht. Ich denke nicht. Nice. Erhöhe mal mein Schwert um 8 Schaden. Ich wollte jetzt wieder einen Schwank von der Gamescom erzählen, aber das ja, sind mach so mal. Themen, ja, die man mal. Gar nicht erzählt. Mach doch, hau raus. Nee, das kann ich nicht. Warum nicht? Das haben wir doch niemandem erzählt. Was denn? Außerdem ist das hier. Das ist an die Öffentlichkeit. Das darf man sowas davon nicht an die Öffentlichkeit schlagen. Schlimmsten Saufgeschichten darfst du jetzt natürlich nicht erzählen. Was sagst du? Die schlimmsten Saufgeschichten darfst du nicht erzählen. Ja, eben. Aber dass du 3 Fangirls mit ins Hotel genommen hast, kannst du ruhig erzählen. Dadurch und ich. Jemand. Kann ich auf die Rüstung? Sie waren alle über 18. Müssen wir ins Bett? Hatten zwar genau an dem draußen? Tag Geburtstag, aber es zählt. Genau. Zufällig aber Gamescom Geburtstag. Oh Mann, hatten wir das Thema nicht bei Engineers schon mal? Was? Ich glaube schon. Fangirls? Ja. Ja, ich glaube schon. Wir haben keine Fangirls, möchte ich mal festhalten. Das weiß ich von keinen. Bitte was? Ich liege auch. Im Bett. Achso, ja, Sekunde. Ja, der hängt wieder in seiner Höhle, der kriegt das nicht mit. Das ist richtig. Ich denke, du hast deinen Schlafsack mit. Ja. Ich habe sogar mein Hemd ausgezogen. Das ist sehr ordentlich von dir. Ich meine, du warst auch draußen unterwegs, das ist bestimmt dreckig geworden. Ich hab sogar mein Hemd ausgezogen. Ja, das macht er automatisch, jetzt zieht die Brust aus. Hast du es noch nie gesehen? Die ist wieder an!
Hast du auf Twitter gelesen, dass es Leute gibt, die uns beide nicht unterscheiden können? Ja. Und? Finde ich unglaubwürdig. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Das geht nicht. Vor allem unser Sprachstil ist doch völlig unterschiedlich. Genau, ich sag zum Beispiel Stube. Ja, genau. Er sagt Stube. Hast du mich schon mal Stube sagen hören? Ich denke nicht. Hört sich auch ganz anders an bei dir. Boah, wie geil, die Rüstung kannst du auch mit Zeug belegen. Was denn, Silk Touch? Ah, ja. Auto Repair. Schimmelt dann ein bisschen, aber ist ja egal. Ich muss doch noch eine Nette machen. Ob das er das wirklich durchzieht mit seiner Rüstung, das erfahrt ihr. Hab ich schon. Okay, ja, vielleicht erfahrt ihr das sogar schon diese Folge, aber nächste Folge wird nochmal ein Stück spannender. Oh. Ist das so? Ja. Was kommt der nächste Folge? Mach doch schon mal so einen Vorausblick. Soll ich einen Vorausblick? Nee. Ja. Nächste Folge bei Drifter. Genau so. Kundran zieht sein Hemd aus. Okay, das ja nochmal neu. Aufnehmen, ne? Und noch vieles mehr. Alles das. Und noch viel mehr. Das würde ich machen, alles. Wenn ich Minecraft Drifter gucke. Würdet ihr sehen, wenn ihr Minecraft Drifter guckt? Da oben ist ja das Portal. Könnt ihr sehen. Ja. Ja. Also, haut rein, Leute. Und tschüss.